Ach, guck mal. Abenteuererinnerungen. Die Macht des Masterschwerts. Und das ist dann auf. Das ist Nummer 1. Ja klar, das ist noch vorher passiert. Ist ja klar, weil das Masterschwert ist jetzt kaputt, ne? Link erhält das Masterschwert zurück, nachdem es in den verlorenen Wäldern wieder an Kraft gewonnen hat. Das heißt, quasi am Ende von Breath of the Wild muss Link das Masterschwert wieder zurückgesteckt haben, damit es sich regenerieren kann. Und jetzt hat es sich dann nochmal geholt. Prinzessin Zelda ist überrascht und beeindruckt, dass der Dekoman mir erzählt, dass das Masterschwert durch eine heilige Kraft noch stärker werden könnte. Doch ich sehe, du führst das Schwert nicht mehr mit dir. Sage mir, was ist mit dem Masterschwert geschehen? Ja, das ist komplett hinüber. Wie? Du weißt selbst nicht, wo sich das Masterschwert zurzeit befindet? Nee? Ich verstehe. Doch wisse, das Masterschwert wurde nicht zerstört. Nein, ich kann seine Präsenz noch immer spüren. Es ist hier. Was? Er weiß, was? Er weiß, wo es ist? Wir haben jetzt... Einen Tracker? Hoch oben im Himmel. Dort spüre ich ganz deutlich die Präsenz des Masterschwertes. Doch was ist das? Das Masterschwert scheint sich zu bewegen. Es wird nicht einfach sein, diesen Ort zu erreichen, aber du musst es versuchen. Das Masterschwert wartet gewiss dort auf dich. Alter, das verlorene Heldenschwert. So, der Dekoman wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Der hat halt wirklich einen neuen deutschen Synchronsprecher. Ich fand aber persönlich die alte Stimme besser. Also in Breath of the Wild fand ich die Stimme noch ein bisschen passender für den Dekobaum. Aber, tja, was willst du machen? Großer Geist des Waldes der Krox. Ein großer Baumgeist, der seit uralten Zeiten sowohl über das Schwert, welches das Böse bannen kann, als auch über den Wald der Krox wacht. Er ist ein alter Freund von Prinzessin Zelda und Link, der ihnen bereits früher mit seiner Weisheit im Kampf gegen die Verheerung beistehen konnte. Breath of the Wild, und unserem Helden dazu verhalf, das heilige Bandschwert zu erhalten. Für die Crocs in seinem Wald ist der halb weise Vaterfigur halb gemütliche Behausung. Die wohnen ja auch so ein bisschen in ihm drin. Also hier unten halt. Hallo. Die Bims. Oh, guck mal, die kann man... Ach, hier kann man Sachen kaufen. Schau, schau, schau. Tabanderweizen. Wieso habe ich das noch gar nicht? Ich nehme alles. Gesamter Vorrat? Gekauft. So. Okay, warum zur Hölle soll ich einen Apfel kaufen? Ich habe über 100 Äpfel. So, Hyrule-Ras, alles. Gekauft. Rohrzucker. Ja, da habe ich auch nicht sehr viel. Nehme ich auch alles. Oh, der hat vor allem, der hat Pfeile, Leute. Der hat einfach Pfeile. So, es war meine Ehre. So, Leuchtsam brauche ich aber nicht. Da habe ich über 250 Stück. So, Pilze. Rüstling kostet 120. Na, weiß ich nicht. Die kann ich aber auch so finden. Das ist gar nicht notwendig. Hier gibt es ein Bett. Muss jetzt auch nicht sein. Pilze für alle. Ah, nee, ist jetzt, hier könnte man auch nochmal kochen. Ist jetzt gerade nicht notwendig. Okay, das Masterschwert bewegt sich. Das ist aber... Oh Gott. Warte mal, kann ich... Archipel von Osthebra. Bringt das was, wenn ich... Oder lieber von hier. Aber das ist so weit da drüben. Achso, ach nee, das ist... Och, jetzt weiß ich wieder, wo das ist. Was ist die beste Methode, um da jetzt hinzukommen? Das ist ja mitten im Nirgendwo. Ich gehe mal kurz dahin, ja? Ich will mir das mal anschauen, ob ich das Masterschwert überhaupt sehen kann. Ja, als ob ich jetzt warte, bis das woanders ist. Wenn das immer irgendwo hier oben rumschwirrt, wie soll ich denn da drankommen? So.
Ja, ich weiß, es ist wieder mal arschkalt. Jetzt nicht mehr. So. Das ist so weit weg, da komme ich ja im Leben nicht hin. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ist das da oben auf so einer Himmelsinsel? Wie soll ich denn da hinkommen? Wollen die mich verarschen? Wie komme ich denn da? Wie soll ich da hinkommen? Ach, guck mal, da hinten ist schon wieder. Warte mal. Ist das überhaupt der Feuerdrache oder ist das dieser andere Drache? Es gibt ja, glaube ich, noch einen vierten Drachen. Jetzt sag nicht, der vierte Drache hat. Oh Gott. Okay, das würde erklären, warum sich das Maul so schwer bewegt. Hat jetzt dieser. Weil den habe ich schon ganz am Anfang vom Spiel, habe ich den schon mal gesehen und ich wusste irgendwie, der ist special. Okay, ist eine kreative Idee, Nintendo, muss ich zugeben, ist irgendwie kreativ. Das ist ein Drache, das Master Schwert dabei hat. Der bewegt sich. Na, guck mal, dem sein Kopf leuchtet auch so komisch blau. Das ist nicht der Ei, das ist keiner von den drei Drachen, die wir kennen. Weil die fliegen nicht so hoch oben. So hoch oben fliegen diese drei anderen Drachen nicht. Das ist der einzige von denen, also das ist der vierte Drache da. Der hat das Master Schwert. Der hat einfach das Master Sword, aber da kommt der mich ja nicht dran. Bro, flieg vielleicht mal ein bisschen tiefer, du Scheißvieh. Flieg mal ein bisschen runter hier, wie soll ich denn da dran kommen? Das ist ja viel zu hoch, Mensch. Da oben kann ich wieder gar nicht hinbeamen. Sag mal, ich bin schon nicht mehr, ich bin schon. What the fuck? Leute, da komme ich ab. Wie soll ich denn da hinkommen? Der fliegt viel zu hoch, der Drache. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll man dieses scheiß Master Schwert mitbekommen? Da kommst du ja gar nicht dran, Mensch. Kann der mal ein bisschen tiefer fliegen, der Penner? Den erwische ich. Ach komm, scheiß drauf, den erwische ich ja gar nicht mal. Was ist denn das für eine dumme Scheiße schon wieder? Gibt's da eine Quest irgendwie vorher dafür? Oder ich verstehe das gerade gar nicht. Komm, wir verpissen uns. Also das hat keinen Sinn. Da komme ich ja niemals hin. Da komme ich ja im Leben nicht hin. Okay, man braucht zwei. Ja, aber das ist kein Problem. Das hätte ich ja sogar. Ich habe zwei Ausdauerkreise. So. Das heißt, in Breath of the Wild hast du Herzen gebraucht und hier brauchst du Ausdauer für das Schwert, dass du es rausziehen kannst. Okay. Ja, ich hab genau zwei Ausdauerkreise, also das ist überhaupt kein Problem, ne? Also die Bedingung hätte ich quasi dann erfüllt. So, gehen wir nochmal hier ran. Was war denn das für ein Schrein, dass ich den nicht geschafft habe, ne? Okay, ich soll warten, bis der in der Nähe von einem Turm ist. Ja. So viel Geduld habe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das wird heute auch nichts mehr. So, Problemfixierung. Was war denn das hier für ein Scheißschrein, dass ich den aufgegeben habe? Was musste man denn hier bitte machen? Was genau soll man denn hier überhaupt machen? Hier kommt eine Kugel angerollt. Der Boden ist schief. Die Kugel bleibt nicht stehen. Achso, stimmt, die musste man irgendwie. Warte mal, das muss. Müssen wir das nicht irgendwie drehen? Nee, hä? Was musste man hier machen, verdammt? Wieso habe ich das nicht geschafft?
Bro, kann diese scheiß Kugel hier bitte einfach mal kurz chillen und nicht davon rollen? Dankeschön. Wäre mir schon mal eine große Hilfe. Ach, ja, ach so, so eine Scheiße. Aber das mit so einer Zielscheibe, ey. Die Kugel muss gegen die Zielscheibe gedonnert werden, aber das habe ich irgendwie, habe ich das nicht geschafft, weil ich nicht wusste, wie das geht. Das Dumme ist, die rollt immer davon, weil der Boden hier ein bisschen schräg ist. Leute, mit Bombenpfeilen geht das doch nicht, oder? Wollt ihr mich jetzt wirklich verarschen? Ernsthaft? Ernsthaft, Nintendo? Dieses Scheiß-Rätsel kann man die ganze Zeit mit Bombenpfeilen schießen? Ist das euer Scheiß-Ernst? Mit Bombenpfeilen? Was ist dann der Sinn von dem Schreien? Hä? Das ist ja... Einerseits ist es geil, dass das funktioniert, aber andererseits ist das ja eigentlich auch mega dumm. Was ist dann der Sinn von dem Rätsel? Wie soll man das denn sonst machen? Hä? Als ob das geht. Hauptsache zwei Donnerblumen verschwendet für Ausdauermedizin. Tolle Belohnung, Nintendo. Tolle Belohnung wieder. Super toll, aber nehme ich gerne mit. Als ob das funktioniert? Ja, da brauche ich ja den ganzen Scheiß Schrein an sich nicht mehr. Dann ist ja das ganze Rätsel sinnlos. Dann hat sich das ja erübrigt. Ich meine, danke für den Tipp, weil ich wusste nicht, dass das geht. Aber wie zum Teufel hätte ich das denn sonst machen sollen? Was ist denn, wenn ich keine Bomben dabei habe? Wie hätte man das denn sonst lösen sollen? Komplett das Spiel wieder mal verarscht. So. Einfach System getribbelt, Leute. Ja, okay, bitte. Das muss ich mir jetzt in Zukunft merken. Wenn es wieder so ein Rätsel gibt mit so einer Zielscheibe, die schießt einfach einen fucking Bombenfall drauf. Ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu basteln, weil ich hasse es, in dem Spiel irgendwas zu bauen. Ich hasse dieses Feature. Das ist das dümmste Scheiß-Feature ever. Das hätte sich Nintendo echt sparen können. Kein Wunder, dass das Spiel 100-mal verschoben wurde, wenn Nintendo sich eingebildet hat, dass wir müssen jetzt unbedingt Banjo-Kazooie Nuts and Bolts mit einem Zelda-Skin rausbringen. Weil so fühlt sich das Spiel für mich an. Und wisst ihr was? Banjo-Kazooie Nuts and Bolts ist auch scheiße. Das ist ein richtiges Schmutz-Game. Keine Ahnung, wer das gespielt hat, das gibt's eh noch für Xbox. Aber das ist unter den Fans nicht sonderlich beliebt und fragt euch mal warum. Vielleicht weil es mit Banjo-Kazooie an sich überhaupt nichts mehr gemeinsam hat. So. War jetzt hier nicht gerade irgendwo noch der andere Elektro, also der Elektrodrache? Ich hätte den jetzt gerade gerne gesucht, aber jetzt ist der schon wieder weg. War der nicht jetzt irgendwo hier in der Nähe? Ach, na, oh, natürlich, jetzt geht der wieder in dieses Loch rein. Sag mal, was haben diese Drachen immer mit diesen scheiß Löchern? Können die das mal lassen? Können die das mal lassen, da immer in den Untergrund abzutauchen? Da komme ich ja nie dran. Toll. Random Felsen mitten in der Luft. Man kennt. Macht ja auch mega Sinn. Nein, ich war noch immer nicht in Taborase. Wo ist denn das nochmal? Ich habe das immer noch nicht gefunden. Dieses... Wo, ist das nicht auch in Akala irgendwo? Wo zur Hölle ist Taborase? War das nicht hier? Ist das hier in diesem See? Ich war ja schon ewig nicht mehr da. Warte mal, gibt es hier auch einen Schauen, weil das steht in der Nähe tiefer? Hä?
Oh, hier ist kein Schrein. Was labert dieser dumme Sensor schon wieder für Blödsinn? Hier ist kein Schrein. Hier ist einfach so ein Loch. Der ist sicher nicht hier unten. So, entdeckt. Nordabgrund am vergessenen Plateau. Aha. 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 Ah ja. Ach so. Na okay. Also das mit, ich glaube, das mit dem Master Shot können wir vorerst mal vergessen. Wenn sich dieser vierte Drache nicht mal ein bisschen tiefer begibt, dann werde ich da im Leben nicht drankommen. Außer der fliegt halt rein zufällig wirklich mal an so einem Turm vorbei. Was ich irgendwie nicht glaube. Das macht er wahrscheinlich absichtlich nicht. So, warte mal, ist hier einfach direkt schon... Hä? Ich habe mir übrigens sagen lassen, die Namen von den Wurzeln sind einfach die Namen der zugehörigen Schreine rückwärts. Wenn es stimmt. Das war nicht der Drache, Leute. Das vorhin gerade eben war nicht... das war nicht dieser Drache mit dem Masterschwert. Das war der Elektrodrache. Der fliegt immer darum. Aber das war nicht der, den ich gemeint habe. Der fliegt viel, viel weiter oben. Der fliegt viel weiter oben. Das war der nicht. Der sieht vielleicht ein bisschen ähnlich aus, aber das war der andere Drache. Das war der Elektrodrache. Das war nicht der Drache mit dem Masterschwert. So. Eine Sache, die ich noch machen möchte. Hätte ich auch schon viel früher tun können. Batterie erweitern. Also für Sonarbauteile. Man kann seine Batterie upgraden. Das müsste ich, glaube ich, jetzt mal machen können. Und zwar bei dem Typen hier drüben. Der kann das, glaube ich, machen, oder? Alchemiekonstrukt. So, meine Ausgabe ist das Material. Das ist Sonanium, Verarbeitungsprozess. Sonnenenergiesphären. So ein Energiekristall. Ja, kann der das doch nicht machen? Macht das wer andere? Großer so ein Energiekristall. So ein Energiekristall. Ich nehme jetzt mal alles, ne? Gesamten Vorrat, 90 Stück. Abgemacht. So. Achso, ach, stimmt ja, beim Schrein auf der Anfangsinsel ist der Typ, der das machen kann. Aber hier kann man sich welche kaufen, hä? Und die großen 20, da bräuchte ich 15. Okay, das kann ich mir alles holen, Leute. Das kann ich mir alles holen. So. Jetzt habe ich 260. So, warte mal. Ich wollte noch, hier ist noch mal so eine Statue, wo man Irrlichter hergeben kann. Aber wo ist die? Ist die da oben, oder? Ich glaube, die ist da oben drauf, ne? Hä? Wo ist die Statue, verdammt? Hallo? Arschen? Wo steckt der Penner? Geh da hoch jetzt! Ich glaube, die steht oben drauf, ne? Ja, super, ne? Der Deckensprung, wenn der nicht das Spiel nicht will, dass man den macht, dann kannst du den nicht machen. Ja, geh da halt hoch, du Idiot. Leck mich am Arsch. Das geht schon wieder nicht, Leute. So, wo ist...
Gottes Willen, wo genau war denn das jetzt eigentlich? War das nicht hier? Da, Batteriemaschine. Da war das. So, deine Mutter. Nein, ich meine doch die gar nicht. Ich meine doch die anderen. Man soll doch zu den anderen scheinbar auch hingehen. Hat mir die andere sogar gesagt. Hat gesagt, geh zu meinen Brüdern und gib denen auch mal Seelen oder so. Also Irrlichter. Das mit den Irrlichtern. Der hat extra gesagt, es gibt noch andere. Der hat mir sogar eine andere, weitere Magierstatue in die Karte eingetragen, wo die ist. Also ich muss da ja mal hingehen. So, aber sicher nicht heute und sicher nicht jetzt im Augenblick, weil gerade gar keinen Bock. So, er ist das hier, ne? Dienerkonstrukt, du machst mir die Batterie, ne? Genau, dies ist eine Batteriemaschine. Zusatzbatterien herstellen. Ja, ich glaube, das war 100, ne? Das war, glaube ich, so richtig teuer am Anfang. Deswegen konnte ich das ja gar nicht machen. So. Ja, bitte. Kann sogar direkt zwei machen. Soll ich 200 Sono-Energiekristalle verwenden, um zwei Zusatzbatterien herzustellen? Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, einen Moment bitte. Deine Sonnenenergiekristalle konnte erfolgreich in zwei Zusatzbatterien umgewandelt werden. Ja, geil! Zusatzbatterie mal zwei. Ein kleines aus Sonnenenergiekristallen gefertigtes Objekt erhöht die Energie, die in der Batterie gespeichert werden kann. Um zwei Segmente. Cool. So. Okay. Wie lange dauert das, bis man das komplett voll hat? Brauchst du da 10.000... Energieeinheiten oder Kristalle oder wo, was zur Hölle? Das dauert, da kannst du ja richtig, da musst du ja richtig grinden. Boah, das wird nochmal anstrengend. Da kannst du ja richtig Sonau-Dings hier, so Sonanium grinden, ne? So, wo ist jetzt dieser Wichsdrache? Hallo? Ist der jetzt auf der normalen Ebene? Ja, komm, es ob. Also, wenn ich den jetzt von hier aus nicht erwische, dann fliegt er wahrscheinlich einfach zu hoch in der Luft. Wenn sich das jetzt mit dem Turm nicht ausgeht, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. So.